Wie erkennst du toxische Frauen und von welchen Frauen solltest du dich unbedingt fernhalten? Ich will mit dir über eine ganz interessante Geschichte reden, denn einer meiner Klienten, nennen wir ihn Fabian. Fabian ist wirklich viel, viel besser mit Frauen geworden, denn seine anfängliche Situation war so, dass er sich extrem viele Gedanken darum gemacht hat, oh, werde ich gemocht von der Frau, werde ich nicht gemocht von der Frau, und er hat sich immer und immer wieder einen Kopf drum gemacht, doch an einem Punkt war er so, okay, ich sehe das nicht mehr ein, dass ich irgendjemand anderes auf den Podest stelle und ich muss wirklich was daran ändern. So, dann ist er zu mir gekommen, wir haben daran gearbeitet, er ist nicht mehr emotional nicht verfügbaren Frauen hinterhergerannt, hat einfach seine Grenzen gezogen, wusste ganz genau, was er will, was er nicht will, und das lief auch einige Zeit ganz gut. So, an einem Punkt hat er Alexandra kennengelernt. Du musst dir vorstellen, Alexandra ist eine super attraktive Dame, die auch bei ihm arbeitet, im gleichen Präsidium. So, Alexandra ist aber noch in einer Beziehung. So, und du musst dir vorstellen, während Alexandra in einer Beziehung ist, sagt sie sich, weißt du was, nee, ich will mit, wie haben wir den genannt, Fabian, ne? Fabian, ist egal, nennen wir ihn Fabio. Auf jeden Fall hat sie mit Fabio dann was gehabt. Und Fabio ist so, wow, okay, ey, das ist voll die geile Zeit, die ich mit dieser Frau, na, lass mal kurz hier stehen bleiben, ist voll die geile Zeit, die ich mit dieser Frau habe, und ich würde gerne mehr mit dieser Frau Zeit verbringen. Ich würde gerne sie auch in irgendeiner Art und Weise näher kennenlernen. Doch, wie gesagt, sie ist in einer Beziehung. So, Alexandra ist in einer Beziehung, und da meinte er zu mir, wie kriege ich es hin, dass sie mit mir mehr Zeit verbringt. Und ich habe ihn so angeschaut und habe ihm gesagt, Fabio, dir ist schon klar, dass du mit dieser Frau nicht mehr Zeit verbringen willst. Und er war erstmal ein bisschen irritiert, weil es war eine blinde Stelle, die er gar nicht bemerkt hat. Er meinte so, was meinst du damit? Ich so, warum sollst du mehr Zeit mit dieser Frau verbringen? Ja, weil ich mir zukünftig potenziell irgendwas vorstellen könnte mit dieser Frau. Und ich habe den so angeguckt, komplett entgeistert, und war so, Fabio, das bezweifle ich, weil sie ist gerade unzufrieden in ihrer Beziehung. Okay, sie ist extrem unzufrieden in ihrer Beziehung und hat einen Kollegen getroffen, der dieses emotionale Bedürfnis, was sie hat, einigermaßen erfüllt. So, und es gibt verschiedene psychologische Effekte, warum Menschen innerhalb der gleichen Arbeitsfläche, innerhalb des gleichen Arbeitsplatzes, warum die sich nicht so gut verstehen. Einer davon ist der Mere Exposure Effekt, die Liking Tendency als kognitive Verzerrung. Das sagt letztendlich nichts anderes aus, als wenn du eine Person immer und immer öfter siehst und mit dieser Person wirklich viel zu tun hast, dass diese Person am Ende des Tages sehr wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise attraktiv ist für dich. Und Fabio wurde extrem attraktiv für Alexandra. Und die hatten was, und er will jetzt was von ihr. Die Sache ist die, sie ist in einer Beziehung. Und allein die Tatsache, dass sie in der Beziehung ist, wir müssen jetzt gar nicht über den ganzen Moralaspekt reden, sondern dass sie in einer Beziehung ist, ist für Fabio so eine Sache von, ja, okay, ey, wenn sie es nicht mit mir machen würde, würden sie es auch mit jemand anderem machen. Ich meine, sei Fabian, ne? Musst du selbst wissen, was deine Moralvorstellung ist. Er hat dann weitergeredet, und ich meinte so zu ihm, okay, das heißt, du willst mit einer Frau, die nicht kommunizieren kann, die bei Problemen innerhalb ihrer Beziehung wegrennt, um es mit jemand anderem zu treiben, so eine Frau willst du zukünftig als Partnerin haben. Was ein riesiges Learning ist. Weil er war sich dieser großen blinden Stelle, dass er seinen eigenen Prinzipien, dass er seinen eigenen Werten nicht folgt, dessen war er nicht bewusst. So, und ich habe ihm das gesagt, und er meinte so, du hast recht, ich folge gerade nicht wirklich meinen eigenen Prinzipien, und ich folge auch nicht wirklich meinen eigenen Werten. Und es ist nicht gut, das ist nicht angenehm, ich mag das auch nicht. Und als wir weiter darüber geredet haben, kam man zu dem Entschluss, wenn sie das bei ihm macht, also bei ihrem jetzt derzeitigen Freund, wer sagt, dass es nicht innerhalb der nächsten Beziehung genauso sein wird? Dass wenn er nicht mehr das erfüllen kann, was sie haben will, dass sie nicht wieder für irgendjemand anderen wegrennt. Und natürlich, du kannst niemals 100% irgendwas garantieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, weil wir Menschen, wir sind pure Gewohnheitstiere. Wir machen immer das, was für uns am einfachsten ist. Und wenn es für uns einfacher ist, vor unseren Problemen wegzurennen und sie nicht zu konfrontieren, dann wirst du genau das weiterhin tun. Weil es eine Gewohnheit ist. Weil du es kennst, weil es bekannt ist. Es ist nicht dieses Unbekannte, dieses Gruselige, das, was du normalerweise nicht kennst. Nein, es ist etwas, was du vorher gemacht hast. Und die Frage, die du dir dabei stellen musst, ist, okay, achtest du gerade nur auf das, was die Frau sagt und was für ein Gefühl sie dir gibt, oder guckst du wirklich auf das, was sie tut? Weil das, was sie tut, und das kann ich dir versprechen, weil ich habe selbst die Erfahrung gemacht, was komplett hirnrissig war. Ich habe viel zu oft darauf gehört, was die Frau gesagt hat, anstatt auf das, was die Frau gemacht hat. Denn das, was die Frau gemacht hat, war teilweise konträr. Und du musst dir vorstellen, das ist nicht wirklich ein angenehmes Gefühl.
Du hast dann mit einer Person zu tun, die dich am Ende des Tages nicht wirklich ernst nimmt und dir eine Geschichte verkauft, die nicht existiert. Frage ist, ob du sowas willst. Ich bezweifle es. Mit so einer Person willst du keine Beziehung haben. Okay? Mit so einer Person willst du nicht zusammen sein. Sowas ist toxisch. Achte darauf, was die Frau macht. So erkennst du eine toxische Frau. Achte darauf, was sie tut, nicht auf das, was sie sagt. Weil jeder kann reden. Es kostet absolut nichts, also wirklich, es kostet überhaupt nichts zu reden. Jeder kann labern und labern und labern und labern, aber wirklich einen fundamentalen Wert zu schaffen, indem du etwas für eine andere Person tust, das machen die wenigsten. Und ja, wir haben mit Fabio darüber geredet. Sieht so aus, als würde er sich jetzt abschießen, weil warum? Warum soll er sich sowas geben? Und er ist sich seinem eigenen Muster bewusst geworden. Und genau das Gleiche sollst du auch machen. Gib dich nicht mit toxischen Frauen ab, Mann. Das ist wirklich nicht angenehm. Das sollte nicht sein. Ich habe den Fehler gemacht. Klienten von mir haben damals den Fehler gemacht. Ich habe Fabio vor diesem Fehler bewahrt, dass es nicht dazu kommt. Aber stell mal vor, das Worst-Case-Szenario. Das Worst-Case-Szenario ist... Ja, komm, lass mal hier ein bisschen runter. Das Worst-Case-Szenario ist, dass er mit ihr zusammenkommt, sie am Ende in einer Beziehung sind. Er hat ein Business, weißt du, er arbeitet auch. Dass er sein Business nicht weiterführen kann, Nummer eins. Dass die zwei Kinder haben und dass diese Kinder daran leiden müssen, weil irgendeine toxische Scheiße plötzlich passiert, Nummer zwei. Und Nummer drei, willst du wirklich Mittelmaß haben? Ich bezweifle es. Okay? Und dementsprechend, mach nicht diesen Fehler, weil toxische Frauen, das ist nicht gut. Falls du mehr erfahren willst, mein Name ist Matt Alvarez, ich bin Männer- und Performance-Coach und helfe dir dabei, der begehrte Mann zu sein, der du immer sein wolltest, damit du dir nie wieder Gedanken um das ganze Frauenthema machen musst, damit das ganze Thema einfach durch ist und du dir Gedanken um Wichtigeres machen kannst. So, für mehr Informationen, gib dem Video einen Daumen nach oben, abonnier den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Ich meine, abonnier den Kanal, Mann, das ist ein guter Kanal. Und wir sehen uns das nächste Mal. Dein Matt. Bye-bye.